Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackschneider. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Das ist echt der super Trend dieses Jahres oder so. NFTs. Also digitale Bilder, Kryptowährungen, alles Mögliche zusammen und dann viel Geld damit verdient. Und ja, wie leicht das ist, damit Geld zu verdienen, das schauen wir uns heute an. Das ist der liebe Günnar Schuster. 93.000 Abonnenten. Der geht auf die 100.000 zu. Sehr, 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 sehr geil. Also 5.500 Leute haben sich das Video schon angeguckt. Das ist ein Tag, 10 Daumen runter nur. Also wir schauen uns einfach mal an. Bist du der nächste NFT-Millionär? Milliardär vielleicht sogar, weil du einfach Bilder online stellst damit. Und es wurden schon Bilder für Millionen verkauft. Ich schaue mir das schon die ganze Zeit immer mal so ein bisschen an und so. Sehr, sehr cool. Und ich will einfach mal sagen, Play. Vergiss Bitcoin, das könnte die Möglichkeit sein, wie du viel Geld verdienen kannst. Der neue Hype im Netz, reich werden mit NFTs und genau darüber sprechen wir in diesem Video. Okay. Was genau NFTs sind, wie funktionieren sie und am Ende des Videos wirst du hoffentlich mehr darüber verstehen und dadurch Geld verdienen können. Und bevor wir darüber sprechen, freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, den Kanal abonnierst, falls du es noch nicht getan hast und auf die Glocke. Auf jeden Fall, Support ist kein Mord. Abonnieren, damit du auch weiter Geld verdienst, damit du die besten Trends frühzeitig erkennst und nicht erst, wenn der Zug abgefahren ist. Deshalb, so ein Abo ist sehr wichtig. Klickst, damit du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video erscheint. Ein kurzer Disclaimer, ich bin kein Finanzberater und du solltest immer selbst recherchieren und deine eigenen finanziellen Entscheidungen treffen und nicht auf Leute auf YouTube hören. Recherchiere immer selbst. Ebenfalls möchte ich dir eine Warnung mitgeben, es kommen immer mehr Scammer, die meinen Namen und mein Profilbild in den Kommentaren nutzen. Pass einfach auf. So wurde beispielsweise ein Video vom Basketballspieler LeBron James für über 200.000 Dollar verkauft. Das Interessante ist, dass es sich bei den NFTs um digitale Vermögenswerte handelt. Du kannst es dir so vorstellen wie früher Münzen sammeln oder Briefmarken. Doch NFTs sind einfach nur eine JPEG-Datei oder ein GIF oder ein Video auf einem Bildschirm. Und NFTs, die auch Non-Fungible Tokens genannt werden, sind auf der Blockchain-Technologie basierende virtuelle Güter, die einmalig und im Gegensatz etwa zu Bitcoins nicht austauschbar sind. Check. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden mit den einmalig, weil wir haben jetzt gerade auch das Video gesehen und tausende von anderen sehen das auch. Und ja, das mit den einmalig verstehe ich nicht, weil digital kannst du natürlich alles abspielen, aufnehmen, wieder und. Umso spannender finde ich dieses ganze Thema, weil einfach Millionen dafür bezahlt werden für so Dinger und ich habe es noch nicht hundertprozentig kapiert, aber okay. Aber nach diesem Video kapieren wir das vielleicht alle. Ja, ich weiß, wie es gemacht wird, ich weiß aber... Aber warum soll ich mir so etwas kaufen? Warum sollte ich mir jetzt das Video kaufen? Ein Picasso oder so hänge ich mir an eine Wand, sieht cool aus und der Picasso ist schon echt Jahrzehnte alt oder so. Aber ja. Dorsey versteigerte sogar eine digitale Kopie seines ersten Tweets vom 21. März 2006. Ich richte nur meinen Twitter ein. Der Tweet von Jack Dorsey wurde für 2,9 Millionen Dollar verkauft. Letztlich verfügen die NFTs über ein limitiertes Angebot und sie sind digitale Vermögenswerte, die limitiert sind. Genauso wie Bitcoin. Bitcoin ist unter anderem so stark am Steigen, weil es nur 21 Millionen Stück davon gibt. Und Mark Cuban meinte vor einiger... Vom Haufen Kacke gibt es auch nur einen und trotzdem steigt er nicht. Also bitte... Wenn du nächstes Mal ein Geschäft auf dem Klo machst, denkst du dir immer, das gibt es nur einmal auf der Welt, deshalb ist es viel wert. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Ne? Es gibt so viele Sachen, die limitiert sind. Diese Tasse hier zum Beispiel von Stark Industry, die gibt es keine 21 Millionen Mal, löst wahrscheinlich und trotzdem ist sie nichts wert oder nur ein Fünfer. Also die Menge, wie oft etwas da ist, hat doch nichts zu bedeuten, oder? Das Cappy hier, ob es das Cappy 21 Millionen Mal, ja, also... Wird es anerkannt, kann man damit handeln oder sonstige Sachen? Das sind ja immer die entscheidenden Sachen, so wie bei Bitcoins. Ist da eine Fantasie, was daraus entstehen kann in den nächsten 10 Jahren oder so? Aber die Menge, wie oft etwas da ist, ist doch, egal. Zeit, dass er lieber Bananen hätte als Bitcoin, da sie nützlicher wären. Und jetzt investiert er über ein anderes Unternehmen in Kryptowährungen bzw. Bitcoin. Doch wie passen jetzt NFTs in die Blockchain in das Universum der Kryptowährungen? Einfach dargestellt ist die Blockchain eine Art Datenbank, die sich aus Blöcken zusammensetzt, die wie Perlen auf einer Kette aneinandergereiht sind.
Dabei enthält jeder Block zum einen die eigentlichen Daten, die darin gespeichert werden wollen, und zum anderen einen eindeutigen Hashwert, der sicherstellt, dass der Dateninhalt unverändert ist. Und neben dem eigenen Hashwert kennt jeder Block auf der Chain den Hashwert des Vorgängerblocks. Auf diese Weise authentifiziert sich die Blockchain in einer Art Kettenreaktion selbst. Eine Manipulation einzelner Hashwerte auf der Kette würde dazu führen, dass die Kette unterbrochen wird. Auf diese Weise... Ach so, noch etwas. Das Thema wird gar nicht so oft angesprochen bei Bitcoin und so, wenn es diese Quantencomputer gibt. Und die sind ja da auch schon, es gibt ja irgendwie so ein paar Computer, die super schnell rechnen können oder so. Und die Rechenpower wird auch, steigert sich auch alle paar Jahre oder so, um das Doppelte oder so. Oder alle 16 Monate oder irgendwie sowas war das ja. Und diese Quantencomputer, dann wird das alles nochmal total anders sein. Auch Verschlüsselungstechnik und. Ja, also wer sagt, in 30 Jahren gibt es noch Bitcoin oder so, vielleicht kann man dann halt mit so einem Quantencomputer diese Coins in ein paar Sekunden knacken, klauen oder sonst was und deine Krypto-Wallet und deine Passwörter oder sonst was. Weil es dann höchstwahrscheinlich am Anfang nur eine Handvoll dieser Quantencomputer gibt. Und ich kenne mich damit nicht so aus, aber es ist trotzdem ein spannendes Thema, worüber man einfach mal nachdenken sollte. Diese sind die Daten in der Blockchain im Vergleich zu gewöhnlichen zentralisierten Datenbanken sicherer vor Manipulation. Und genau diesen Aspekt nutzen die NFTs. Was sind jetzt NFTs? NFTs sind nicht wie andere Kryptowährungen austauschbar. Bei anderen Kryptowährungen ist es egal, welchen konkreten Token ihr habt. Er hat den gleichen Wert wie der Token eines beliebig anderen Inhabers. So funktioniert auch Geld. Welchen konkreten 10-Euro-Schein du verwendest, ist egal. Du kannst auch zwei 5-Euro-Scheine oder 5 2-Euro-Münzen oder eine beliebige Kombination verwenden. Die Mittel, in diesem Falle die Zahlungsmittel, sind austauschbar. Bei den NFTs ist genau das nicht der Fall. Non-fungible, also nicht austauschbare Token, repräsentieren einen ganz konkreten Vermögenswert und sind damit einzigartig. Lediglich die Technik der Speicherung auf der Blockchain haben sie mit den Währungstoken gemeinsam. NFTs eignen sich damit ideal für Vermögenswerte, von denen es nur eines oder wenige gibt. Das sind derzeit etwa digitale Sammlerkarten, Spielcharaktere, virtuelle Landstriche in virtuellen Welten oder die sogenannte Kryptokunst. Es könnten aber auch Personalausweise, Impfpässe oder andere wichtige Dokumente über die Blockchain gespeichert und gesichert werden. Und früher waren es Auktionshäuser, die darüber entschieden haben, wie wertvoll ein Kunstwerk war, und jetzt entscheidet das die Blockchain. Die Nutzer, der freie Markt, entscheidet, wie wertvoll das NFT von LeBron James ist. Die Frage ist, wenn du dein Geld in NFTs investierst, welche von denen behalten ihren Wert? Denn nicht alle werden gleich hergestellt. Der Trick ist also, die zu finden, die im Wert über die Zeit steigen. Doch dazu müssen wir im Grunde genommen noch verstehen. Ich habe es wieder immer noch nicht verstanden. Ich habe immer noch nicht verstehen. Ich glaube, wir müssen das Video bis zu Ende angucken, oder? Auf jeden Fall. Warum? Weil ich könnte jetzt jeden Clip nehmen und so. Jedes Video, was ich innerhalb den letzten 10 Jahren gemacht habe, verkaufen oder so. Und, aber wer will die Videos kaufen? Warum? Und ja, was bringt dir das dann auf der Festplatte? Und hä? In wie NFTs erschaffen werden. Und sehr einfach dargestellt nutzen die Leute beispielsweise Ethereum, Cardano oder Polkadot. Sie nutzen dann noch einen Smart Contract, um ihre eigene Währung zu erschaffen, die immer noch auf Ethereum, Cardano oder Polkadot basiert. Und ab diesem Punkt verbinden sie das dann mit der digitalen Kunst und dann können die Menschen es kaufen, verkaufen oder auch wieder zurücktauschen. Seiten, wo du NFTs kaufen und verkaufen kannst, sind beispielsweise OpenSea, Rarible, Foundation oder Mintable. Und wenn du beispielsweise NFTs kaufen möchtest, kannst du das über die Wallet MetaMask machen, welche du dann zum Beispiel für die NFT-Handelsplattform brauchst. Auf der Webseite MetaMask kannst du dir die Krypto-Wallet herunterladen, installieren, dich anmelden und dann Ethereum dort einzahlen. Denn die meisten Künstler wollen für ihre NFTs in Ethereum bezahlt werden. Und der Grund, warum NFTs über Wert verfügen, ist, weil sie selten sind. Und die Menschen es haben wollen. Daher stellen sich... Okay, wenn du morgens einen Haufen machst, ist der zwar selten, aber es wird keinen haben. Ich fühle die Frage, wenn NFTs digital sind, kann dann der Ersteller der NFTs nicht mehrere NFTs erschaffen? Und dazu gibt es zwei Antworten. Zunächst einmal kann der Ersteller des NFTs nicht mehrere davon erschaffen, da es genauso wie bei Bitcoin ein limitiertes Angebot gibt. Denn sobald das NFT sich auf der Blockchain befindet, können die Regeln nicht mehr verändert werden.
Doch was der Ersteller des NFTs hingegen machen kann, ist, Variationen davon zu erstellen, also Variationen des NFTs, beispielsweise ein anderes Datum, zu dem das NFT veröffentlicht wurde und so weiter. Und auch wenn dann das Kunstwerk auf den ersten Blick identisch aussieht, unterscheiden sich diese dann durch die kleinen Details, wie beispielsweise bei der Erstausgabe eines Buches und der 20. Auflage, genauso wie bei bestimmten Münzen. Obwohl sie über den gleichen Wert verfügen, kosten einige mehr als andere, beispielsweise weil sie ein unterschiedliches Datum haben oder eine unterschiedliche Prägung. Es wird aber niemals das Gleiche sein. Der zweite Grund, warum diese NFTs so wertvoll sind, ist, dass die Ersteller der NFTs diese Token häufig beispielsweise mit physischen Vermögenswerten verbinden. Die Frage ist, lohnt es sich, dass wir unser Geld in NFTs investieren? Oder werden nur die Ersteller der NFTs reich? Und das hängt definitiv davon ab, was du kaufst. Und da spielen unterschiedliche Faktoren mit rein. Die Person, dessen NFT du kaufst, sollte berühmt bzw. bekannt oder einer Marke sein. Dann wird es vermutlich entscheidend sein, welches das erste NFT-Kunstwerk von dieser Person ist. Und dann noch, dass es selten ist. Eines ist Fakt, NFTs werden die kompletten Branchen wie beispielsweise Sport, Kunst und Musik total verändern. Und nicht nur für die Leute, die das sammeln, sondern auch für die Künstler selbst. Das heißt, in der Zukunft... Dann hast du eine Festplatte mit tausenden NFTs drauf oder so. Ist die Festplatte weg, hast du kein Vermögen mehr. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Könnten Künstler oder Sportler in ihren Verträgen die Rechte beispielsweise zu den Aufnahmen bekommen, wo sie zu sehen sind, und daraus dann NFTs erstellen und diese dann verkaufen. Und was wir gerade sehen, ist definitiv erst der Anfang in diesem Bereich. Und vor kurzem konnten wir sehen, wie das NFT von Beeple für 69 Millionen Dollar an MetaCoven verkauft wurde, der auch in Metapurse investiert hatte. Und Metapurse bezeichnet sich selbst als krypto-exklusiver Fonds, der sich auf die Identifizierung von Frühphasenprojekten in den Bereichen Blockchain, Infrastruktur, Finanzen, Kunst, einzigartige Sammlerstücke und virtuelles Vermögen spezialisiert hat. Und was interessant ist, dass Metapurse den Fonds genommen hat und es der Öffentlichkeit ermöglicht hat, Bruchteile davon zu erwerben. Und das erste Experiment von Metapurse war das B20-Projekt mit einer maximalen Versorgung von 10 Millionen Token. Und mit jedem B20-Token kann man einen Bruchteil daran erwerben, in was der Fonds sein Geld investiert. Und von den 10 Millionen Token sind 50%, also 5 Millionen für Metapurse bzw. MetaCoven, 25% bzw. 2,5 Millionen sind für die Öffentlichkeit zum Handeln und die restlichen 25% bzw. 2,5 Millionen sind für die Familie und Freunde reserviert. Und von diesen wurden 2% an den Künstler Beeple abgegeben. Und interessant an der ganzen Sache ist, dass die Kryptowährung B20 seit Mitte Februar von 1,73 € bis auf 28 € zum Höchststand angestiegen ist. Das heißt, selbst durch das Geld, das Metapurse bzw. MetaCoven für die Kunst ausgegeben haben, konnten sie durch die Beteiligung der Öffentlichkeit noch viel mehr Geld verdienen. Und das ist nicht das erste Mal, dass MetaCoven das getan hatte. Er hatte bereits im Januar 20 Bilder für 20 Millionen US-Dollar gekauft. Er fraktionierte diese dann einfach später. Und der Grund, warum die NFTs spannend sind, ist, dass es vermutlich nicht nur ein Hype sein wird, sondern wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit erkennen, dass wir eine Technologie nutzen können, wo wir nicht die Kontrolle an irgendwelche Unternehmen abgeben müssen, die hinter verschlossenen Türen irgendwelche Dinge für uns entscheiden, die letztlich entscheiden werden. Aber die Kryptofirma entscheidet das doch hinter geschlossenen Türen, ne, und kauft dann diese Bilder. Und der Kryptokurs war auch hoch, aber dann ist er wieder runtergegangen gerade. Ich bin sehr skeptisch. Ich bin sehr, 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 sehr skeptisch. Mitspielen kann und wer nicht. Jetzt haben wir durch Kryptowährungen, durch die Technologie, die Möglichkeit, dass wir die Kontrolle über unsere Vermögenswerte haben, über uns haben und dadurch natürlich auch darüber, wie wir uns ausdrücken wollen. Wir brauchen keinen Mittelsmann mehr. Wir müssen niemandem mehr und mehr Geld geben und trotzdem weiß niemand, ob die NFTs in der Zukunft an Wert gewinnen oder überhaupt ihren Wert beibehalten. Und daher ist es wichtig, dass du darauf achtest, wo du dein Geld investierst und dich zuvor entsprechend informierst. Zumindest ist eines Fakt. In Zeiten wie diesen helfen NFTs Künstlern dabei, Geld zu verdienen, passives Einkommen zu verdienen, ein passives Einkommen aufzubauen oder an den Lizenzgebühren zu verdienen. Denn wenn du von einem Künstler einen NFT kaufst... Schreib mal bitte in den Kommentaren, ob du es verstanden hast. Also... Und den Sinn dahinter von so einer Videodatei, die heute erscheint, die zu haben oder die morgen dann erscheint. Und was willst du mit dieser Videodatei, mit den Filmen? Und warum soll mir das jemand anders abkaufen in einem Jahr oder so für zumindest mal die gleiche Summe? Vielleicht bin ich auch dumm und verstehe das nicht. Es kann sein.
Oder ich bin einfach nur skeptisch. Sure, okay. Und diesen dann an jemand anderen weiterverkaufst, dann erhält der Künstler trotzdem noch Lizenzgebühren. Und dadurch kannst du immer deinen bevorzugten Künstler unterstützen. Dazu kommt, dass NFTs es Menschen erlauben, wertvolle Artikel oder Gegenstände aus Spielen zu handeln, und es erlaubt Menschen, ein physisches Objekt in ein digitales Kunstwerk zu verwandeln, in das man dann investieren und das man 24/7 handeln kann. Und die, die durch NFTs richtig reich werden, sind nicht die, die damit handeln, sondern die, die die Spielwiese erschaffen. Genauso wie zu Zeiten des Goldrausches. Die Leute, die da... Das mit der Spielwiese kapier ich noch, ne? Die Plattform, die dann halt Prozente bekommen für das Handeln, dass die dann Geld verdienen. Okay, das ist ja... Okay, das verstehe ich. Aber warum ich mir so etwas kaufen soll und da Geld investieren soll, verstehe ich nicht. Mal, als viel Geld verdient haben, waren die, die die Schaufeln an die Goldgräber verkauft hatten. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt denkst, dass du den Anschluss bei NFTs, Cardano oder Polkadot verpasst hast, dann ist das, was wir noch erleben werden, bisher gar nichts dagegen. Denn die Altcoins-Jahreszeit kann nochmal alles drastisch verändern. Doch eines musst dir bewusst sein, auch wenn wir vermutlich noch einen drastischen Anstieg sehen werden, dann würde ich bei vielen Altcoins nicht kaufen und halten machen. Fakt ist, wir befinden uns noch nicht in der richtigen Jahreszeit für die Altcoins. Auch wenn viele sagen, dass jetzt schon die Altcoin-Season ist, Bitcoin befindet sich immer noch in den Top 50 der besten Kryptowährungen der letzten 90 Tage. Mach es im Endeffekt wie Mark Cuban, der über Bitcoin, NFTs und vermutlich auch andere Kryptowährungen dachte, dass Bananen nützlicher wären als Kryptowährungen. Investiere in deine finanzielle Bildung und finde heraus, wie du damit Geld verdienen kannst. Denn eines ist Fakt, das wird so weitergehen. Das Geld, was sie drucken, wird in Vermögenswerte fließen wie Aktien und jetzt auch immer mehr und mehr in Kryptowährungen oder NFTs. Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass Kryptowährungen die Zukunft sind? Würdest du in NFTs bzw. Kryptowährungen investieren? Oder ist das deiner Meinung nach nur ein Hype, wie während der Tulpenmanie, und wir werden alle schon bald aufwachen? Ich glaube, das ist nur ein Hype, oder? Das ist einfach, also diese Art von, ich werde vielleicht Lizenzen, dass du eine Lizenz verkaufst und jemand, der die Lizenz hält oder 50% der Lizenz bekommt, dann, wenn das Bild irgendwo im Internet gedruckt wird, bekommt der eine Lizenzgebühr oder so. Man kann das darüber, also du kannst, das wäre irgendetwas, was sehr, sehr cool wäre. Das heißt, es gibt ja so berühmte Bilder oder so, die auch auf T-Shirts gedruckt werden und so. Und der Fotograf hat ja die Lizenz, der verkauft die Lizenz an vielleicht viele Leute weiter. Und dann gibt es Abrechnungssysteme. Und wenn du dann halt 50% dieser Lizenz gekauft hättest oder so, oder 100%, und das Foto wird irgendwo im Internet benutzt, kriegst du eine Gebühr. So, sowas wäre irgendwie cool oder so. Aber alles andere, mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die auch ab, ich bin raus. Ciao.